Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit diesem Video steigen wir in die Grundlagen der finiten Volumenmethode ein. Wir haben ja bereits die finite Differenzenmethode kennengelernt zur Diskretisierung von partiellen Differentialgleichungen, bei uns im CFD-Bereich natürlich zur Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen. Es gibt aber neben der finiten Differenzenmethode eine Vielzahl von weiteren Methoden. Zu den in der Praxis häufig verwendeten gitterbasierten Methoden zählen neben der finiten Differenzenmethode die sogenannte finite Volumenmethode und die sogenannte finite Elementemethode. Im Bereich der Strömungssimulation ist die finite Volumenmethode die favorisierte Methode zur Diskretisierung der Navier-Stokes-Gleichungen und das ist der Grund, weshalb wir uns hier in diesem Video auf die Grundlagen der finiten Volumenmethode konzentrieren. Ja, an dieser Stelle noch eine kleine Bemerkung zum Begriff der gitterbasierten Methoden. Es gibt in der Strömungsmechanik ja bekanntlich zwei grundsätzliche Betrachtungsweisen, nämlich einerseits das Euler-Bild und andererseits das Lagrange-Bild. Im Euler-Bild, da interessieren wir uns für Geschwindigkeitsfelder, Beschleunigungsfelder, Druckfelder und so weiter. Wir zerlegen den Raum, in dem die Strömung stattfindet, mit Hilfe eines räumlichen Gitters. Als Kontrast dazu gibt es das Lagrange-Bild, wo man sich dafür interessiert, wie sich einzelne Fluidelemente oder einzelne Partikel innerhalb der Strömung bewegen. Das Lagrange-Bild ist wesentlich detaillierter. Im Lagrange-Bild benötigen wir aber kein räumliches Gitter. Und ein Vertreter aus diesem Bereich, das wäre beispielsweise die Smooth Particle Hydrodynamics. Die finite Volumenmethode, um die es ja jetzt im Folgenden gehen wird, die zählt zur Klasse der gitterbasierten Methoden. Die finite Volumenmethode ist jetzt keine völlig neue Methode. Erste Anwendungen der finiten Volumenmethode im Rahmen der Strömungssimulation gehen zurück bis in die frühen 1970er Jahre. Eine Differentialgleichung hat natürlich immer gewisse Eigenschaften und auch die Lösungen der Differentialgleichungen haben gewisse Eigenschaften. Wenn wir eine Differentialgleichung diskretisieren, dann können wir natürlich nicht erwarten, dass die resultierenden diskreten Gleichungen exakt die gleichen Eigenschaften haben wie die Ausgangsdifferentialgleichungen. Gewisse Eigenschaften gehen dann eben verloren und man muss sich jetzt überlegen, welche Eigenschaften sind mir eigentlich wichtig? Welche Eigenschaften möchte ich von der DGL kommend retten hin zu den diskreten Gleichungen? Wir nennen eine Diskretisierungsmethode konservativ. Wenn bei der Diskretisierung einer Differentialgleichung, die einen Erhaltungssatz beschreibt, die resultierenden diskreten Gleichungen ebenfalls die Gültigkeit des entsprechenden Erhaltungssatzes garantieren. Bekanntlich gelten Erhaltungssätze zum Beispiel für die Masse oder die elektrische Ladung. Wenn wir einen Erhaltungssatz als Differentialgleichung formulieren, dann führt das typischerweise auf eine sogenannte Kontinuitätsgleichung. Wenn man in der Strömungsmechanik von der Kontinuitätsgleichung schlechthin redet, meint man da typischerweise den Erhaltungssatz für die Masse. Im Gegensatz zur finiten Differenzenmethode ist die finite Volumenmethode konservativ. Das ist also ein ganz wesentlicher Vorteil der finiten Volumenmethode und das ist einer der Hauptgründe, weshalb die finite Volumenmethode im Kontext CFD sehr beliebt ist. Die finite Differenzenmethode ist nicht besonders flexibel in Bezug auf die Rechengitter. Sie ist in ihrem Einsatz beschränkt eher auf strukturierte Gitter und damit auf wenig komplexe Geometrien. Technisch relevante Strömungen, das ist klar, die erfordern in der Regel die Vernetzung komplexer Geometrien. Denken Sie mal an eine Zentrifugalpumpe, wie kompliziert dabei das Strömungsgebiet ist. Das Strömungsgebiet hängt dann auch noch von der Zeit ab. Und weil dazu die finite Differenzenmethode zu unflexibel ist, die finite Volumenmethode damit aber keine Probleme hat, ist die finite Volumenmethode die im Kontext CFD favorisierte Methode. Ja, hier in diesem Bild sehen Sie mal ein Beispiel für eine wenig komplexe Geometrie, aber auch diese Geometrie wäre jetzt mit der finiten Differenzenmethode und einem strukturierten Gitter nicht mehr gut abzubilden. Dieses Bild stammt aus einem Tutorial der Software StartSystem Plus. Dabei geht es um die Simulation der Strömung in einem S-Band, also in einem Krümmer. Dem Prinzip bottom-up folgend, das heißt also vom Einfachen zum Schwierigen folgend, diskutieren wir die finite Volumenmethode am Beispiel der Kontinuitätsgleichung. Man könnte natürlich auch schon mit der Transportgleichung beginnen. Allerdings basiert
die Transportgleichung ja nicht auf einem Erhaltungssatz. Günstiger ist hier die Conti-Gleichung, weil die eben einen Erhaltungssatz beschreibt. Ja, los geht's. Wir wollen also mit Hilfe der finiten Volumenmethode Lösungen der Kontinuitätsgleichung bestimmen. Die Kontinuitätsgleichung für die Masse lautet d rho nach dt plus die Divergenz von rho mal v ist 0. Rho ist dabei die Volumendichte der Masse und rho mal v ist die zugehörige Stromdichte. Falls alle Felder nur von der x-Koordinate abhängen, das heißt, falls wir ein eindimensionales Strömungsproblem haben, lautet die eindimensionale Conti-Gleichung d rho nach dt plus. Ja, aus der Divergenz der Stromdichte wird dann einfach nur die x-Ableitung von rho mal u, wobei u die x-Koordinate der Geschwindigkeit ist. Bottom-up heißt jetzt hier nicht nur, dass wir die Diskussion mit einer sehr einfachen Gleichung beginnen. Bottom-up heißt hier auch, dass wir zunächst einmal ein eindimensionales Problem betrachten. Das heißt, wir nehmen an, dass die Dichte und die Geschwindigkeit beide nur von der x-Koordinaten und von der Zeit abhängen. Wir betrachten ganz konkret ein Strömungsgebiet, das sich auf der x-Achse von x gleich x Anfang bis x gleich x Ende erstreckt. Das könnte man jetzt rein mathematisch so interpretieren, als ob wir tatsächlich in einem räumlich eindimensionalen Universum sitzen und unsere Materie auf der x-Achse verteilt ist. Das würde aber dann dazu führen, dass wir sozusagen eine Liniendichte der Masse haben. Man kann es aber auch so sehen, dass wir unser Problem, das eindimensional ist, aber einbetten in den dreidimensionalen Raum und dass unsere Felder einfach nicht von y und von z abhängen. Wir können aber sehr wohl annehmen, dass unser System etwa in die y-Richtung eine Ausdehnung von 1 m hat und genauso auch in Richtung der z-Achse eine Ausdehnung von 1 m besitzt. Die finite Volumenmethode ist ja eine Methode zur Diskretisierung von partiellen Differentialgleichungen. Also los geht's. Wir diskretisieren jetzt unser Strömungsgebiet. Unser Strömungsgebiet beginnt hier auf der x-Achse bei x Anfang und erstreckt sich bis x gleich x Ende, also bis zu dieser Stelle. Wir zerlegen das Strömungsgebiet in I max gleich große Quader mit den Kantenlängen Delta Y gleich Delta Z gleich 1, also sozusagen 1 Meter hier in die Tafelebene rein und 1 Meter nach oben. I max ist eine ganze Zahl. Hier in diesem Bild wäre I max konkret gleich 6. Die Länge eines Intervalls oder die Kantenlänge von einem Würfel auf der x-Achse können wir sehr leicht ausrechnen. Delta x, das wäre gleich x Ende minus x Anfang. Das ist die Länge des gesamten Strömungsgebiets auf der x-Achse, geteilt durch die Anzahl der Zellen oder die Anzahl der Quader, I max. Jeder Quader besitzt 8 Eckpunkte. Das wären die Knoten unseres Gitters. Jede Zelle ist, wie man hier in diesem Bild nochmal sieht, gleich lang und hat die Länge Delta x. Den Mittelpunkt einer Zelle, wenn wir uns in der Diskussion auf eine feste Zelle fixieren oder beziehen, bezeichnen wir mit P. Den Mittelpunkt der östlichen Nachbarzelle bezeichnen wir mit Groß E für East und entsprechend den Mittelpunkt der westlichen Nachbarzelle mit Groß W für West. Mit entsprechenden kleinen Buchstaben bezeichnen wir dann die westliche Seitenfläche des Quaders und mit klein e die östliche Seitenfläche. Das Volumen eines solchen Quaders oder dieser Raumbereich wird auch als Kontrollvolumen bezeichnet. Die Eckpunkte, wie gesagt, sind die sogenannten Knoten. Dann haben wir als wichtige Bereiche die sogenannten Seitenflächen. Wichtige Orte sind die Zellmittelpunkte. Wir nutzen eine zellzentrierte finite Volumenmethode, das heißt, wir speichern letzten Endes alle gesuchten Größen in den Zellmittelpunkten ab. Wir speichern keine Größen in den Knoten des Rechengitters ab. Die Zellmittelpunkte, die sind unsere Rechenpunkte. Wir können die Zellmittelpunkte entsprechend auch durchnummerieren. Hier diesen ersten Rechenpunkt, den würde man dann eben mit x1 bezeichnen, den nächsten dann mit x2 und so weiter. Wenn man will, kann man westlich von x anfangen auch nochmal eine sogenannte Geisterzelle mit einbauen. Der Zellmittelpunkt wäre dann x0. Mit diesem x0 können wir dann auch
die x-Werte wie folgt durchnummerieren. Xi ist x0 plus i mal Delta x. I läuft dabei von 0 bis i max. Und wenn Sie i auf 1 setzen, ja, dann sitzen wir hier genau bei x1, i gleich 2, sitzen wir dann an dieser Stelle und so weiter. Der Abstand eines Zellmittelpunkts von einer Seitenwand ist immer gleich Delta x halbe. Auch hier am östlichen Rand des Strömungsgebiets können wir eine Geisterzelle einbauen. Man muss das nicht so machen, aber das hat durchaus ein paar angenehme Eigenschaften. Mit Hilfe dieser sogenannten Geisterzellen, die hier grau dargestellt sind im Osten und dieser Geisterzelle im Westen, können wir zum Beispiel erreichen, dass bestimmte Bedingungen dann auf den Wänden erfüllt sind. Wie gesagt, wir speichern Größen ja nur in den Zellmittelpunkten ab. Das heißt, wir haben dann beispielsweise bei x gleich x Anfang eigentlich keine Möglichkeit, hier irgendetwas abzuspeichern. Und wenn ich beispielsweise bei x Anfang einen bestimmten Gradient einstellen will, dann kann ich das dadurch erzielen, dass ich bei x0 einen bestimmten Wert einstelle. Der Gradient einer Größe ergibt sich dann als Differenz zwischen der Größe hier bei x1 und dem Wert der Größe bei x0, dividiert durch den Abstand zwischen x1 und x0. Ja, so viel zunächst einmal zur räumlichen Diskretisierung. Ich will jetzt hier nochmal so ein paar wichtige Begriffe nochmal wiederholen. Jeder Quader ist ein sogenanntes finites, also endlich großes Volumenelement, daher auch der Name der Methode. Ein Volumenelement bezeichnen wir auch als Zelle oder im Englischen Cell oder auch als Kontrollvolumen im Englischen Control Volume. Die Ecken der Quader, das sind die Knoten von unserem Rechengitter, im Englischen die Vertices, Singular Vertex. Wir benutzen, wie bereits gesagt, eine zellzentrierte finite Volumenmethode, also eine Cell-Centered finite Volumenmethode, das heißt, alle Größen werden in den Zellmittelpunkten, in den Cell-Centroids abgespeichert. Centroid könnte man auch als Schwerpunkt übersetzen. Ein Quader ist ein spezieller Polyeder und das heißt, dass eine Oberfläche sich aus ebenen Seitenflächen zusammensetzt. Eine große Rolle spielen in der finiten Volumenmethode die Seitenflächen, also die sogenannten Faces. Nach diesen Vorbereitungen sind wir jetzt in der Lage, die Kontinuitätsgleichung in der Form Nummer 1 gemäß der finiten Volumenmethode zu diskretisieren. Und der Fundamentalschritt besteht zunächst einmal darin, dass wir die Conti-Gleichung über ein raumfestes Kontrollvolumen integrieren. Irgendein beliebiges Kontrollvolumen in unserem Strömungsgebiet. Das Gebiet, auf das wir uns hier fokussieren, das bekommt dann einen Zellmittelpunkt mit dem Namen P. Den östlichen Nachbar, wie bereits besprochen, bezeichnen wir dann hier mit E, den westlichen Nachbar mit groß W. Die Integration ist eine lineare Operation. Wir können also das räumliche Integral über unser Kontrollvolumen zerlegen in ein Integral hier über diesen ersten Teil innerhalb der Conti-Gleichung. Wir integrieren die partielle Zeitableitung der Dichte über das Volumen und im zweiten Teil integrieren wir die Divergenz der Stromdichte über das gleiche Volumen. Hier im Integrand sehen Sie, da habe ich unten das Gebiet angedeutet, über das integriert wird. Das wäre also Delta V. Diese Bezeichnung Delta V ist natürlich ein bisschen zweideutig. Mit Delta V könnte man einerseits den Rauminhalt meinen, gemessen in Kubikmetern. Andererseits ist damit aber hier auch das Raumgebiet selbst gemeint, im Sinne einer Teilmenge des dreidimensionalen euklidischen Raums. Ja, auf der rechten Seite soll dann entsprechend 0 herauskommen. Wir integrieren ja über den Raum, leiten aber nach der Zeit ab. Die Zeitableitung hat also nichts mit der räumlichen Integration zu tun. Entsprechend können wir aus dem ersten Integral die Zeitableitung herausziehen. Das Integral Rho mal dV, das gibt natürlich die Masse in dem Bereich. Mit dem Satz von Gauss können wir das zweite Volumenintegral umformen in ein Oberflächenintegral. Wir haben dieses Integral zu erstrecken über den Rand des Volumens, das heißt über die Oberfläche, und wir integrieren also über die Oberfläche die Stromdichte auf. Das Geschwindigkeitsfeld ist bei uns jetzt eindimensional, das heißt, Massenströme gibt es bei unserem Quader jeweils nur durch den Westrand bei x gleich klein w.
und den Ostrand bei x gleich klein e. Mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung können wir jetzt in dem ersten Integral das Integral über die Dichte ersetzen durch die mittlere räumliche Dichte in unserem Kontrollvolumen multipliziert mit dem Volumeninhalt. Für den Massenstrom über die Oberfläche gibt es nur zwei Beiträge, nämlich einen Massenstrom über den Westrand mit diesem Flächeninhalt AW und einen Massenstrom über die Ostwand mit dem Flächeninhalt A klein e. Der Geschwindigkeitsvektor V, den können wir immer schreiben als U mal Ex. Wir haben nur eine x-Komponente bei dem Geschwindigkeitsvektor. Auf dem Westrand zeigt der normalen Einheitsvektor unserer Fläche nach links, also nach außen. Und das heißt, der entsprechende normalen Einheitsvektor ist gleich minus Ex, während auf dem Ostrand, da ist der normalen Vektor gleich Ex. So kommen jetzt diese beiden Integrale zustande. Im nächsten Schritt können wir natürlich diese Skalarprodukte auswerten. Ex mal Ex gibt 1. Dadurch erhalten wir für den Massenstrom durch die Ostwand dieses Integral Rho mal U mal dA. Ja, und einen entsprechenden Ausdruck erhalten wir natürlich auch dann für den Massenstrom durch die Westwand, allerdings hier mit einem Minus. Das heißt also, ein Massenstrom durch die Ostwand ist insgesamt dann positiv, wenn U positiv ist. Dieser Massenstrom führt heraus, während ein Massenstrom durch die Westwand wäre nur dann positiv insgesamt, wenn die Strömungsgeschwindigkeit negativ wäre. Nach Voraussetzung ist die Stromdichte ja auf den beiden Seitenflächen jeweils konstant, denn weder die Dichte noch die Geschwindigkeit hängt von y oder von z ab. Also können wir diese Integrale sehr einfach auswerten. Auf dem Ostwand wird aus dem Integral einfach die Dichte auf der Ostwand mal der Geschwindigkeit auf der Ostwand mal dem Flächeninhalt auf der Ostwand. Analog können wir das Integral über die Westfläche auswerten. Ja, und dann haben wir dann hier diesen Ausdruck minus Rho West mal U West mal A West. Die zeitliche Veränderung der mittleren Dichte in unserem Kontrollvolumen ist also verknüpft mit den Massenströmen über die Westwand und über die Ostwand. Da wir ein äquidistantes Gitter auf der x-Achse wählen, sind die Quader, die wir nutzen, alle gleich groß. Für die beiden Seitenflächen eines beliebigen Quaders gilt hier bei uns, der Flächeninhalt Delta A ist einerseits gleich dem Flächeninhalt auf der Westseite, ist gleich dem Flächeninhalt auf der Ostseite. Und das wäre dann Delta Y mal Delta Z. Und dann machen wir das so, in die Y-Richtung und in die Z-Richtung sollen unsere Quader eine Ausdehnung von einer Längeneinheit haben. Wir verzichten jetzt hier auf die Angabe von Einheiten. Wir arbeiten mit enddimensionierten Größen, das heißt mit sogenannten Maßzahlen. Und deshalb entfällt die Angabe von Einheiten. Dazu auch nochmal die folgende Bemerkung. Eine beliebige physikalische Größe g können wir immer schreiben als ein Produkt bestehend aus einer Maßzahl und einer Einheit. Dieses g mit den geschweiften Klammern, das wäre dann ein Symbol für die Maßzahl. Und das Symbol g hier mit eckigen Klammern, das steht dann für die entsprechende Einheit. Die Maßzahl könnte man dann eben auch so hinschreiben, das ist der Quotient aus der Größe und seiner Einheit. Und wir arbeiten also im Prinzip immer nur mit den Maßzahlen. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, naja, aber diese Maßzahlen, die hängen ja doch jetzt davon ab, welche Einheit wir nutzen. Aber da können wir natürlich sagen, wir verwenden einfach das SI-System. Das heißt, wenn es etwa um eine Länge geht, dann ist die Einheit immer ein Meter. Wenn es um eine Zeit geht, ist die Einheit eine Sekunde. Und wenn wir über die Masse reden, ist die Einheit ein Kilogramm. Für das Volumen eines Quaders gilt jetzt der Rauminhalt. Delta V ist Delta X mal Delta Y mal Delta Z. Ja, Delta Y mal Delta Z, das wäre natürlich die Größe der Seitenfläche. Speziell jetzt hier bei uns gilt dann, das Volumen ist dann gleich Delta X. Unabhängig von der Ausdehnung unseres Kontrollvolumens in die Y- oder die Z-Richtung gilt ja in jedem Fall, das Volumen ist gleich Seitenfläche mal Delta X. Und wenn wir das in unser Zwischenergebnis einsetzen, dann sehen wir, dass wir die
Fläche herauskürzen können. Das heißt also, es gilt, die Zeitableitung der mittleren räumlichen Dichte in unserem Kontrollvolumen multipliziert mit dieser Kantenlänge Delta X plus der Stromdichte im Osten minus der Stromdichte im Westen ergibt 0. Wir werden im Folgenden auch noch einen zeitlichen Mittelwert bilden müssen. Deshalb führen wir für den räumlichen Mittelwert einer Größe g diese Schreibweise hier ein. Wir nehmen mal diese kleine Größe, Klammern, so klammern wir hier dieses g ein und Index x heißt, es wird über x gemittelt. Also dieses Rho quer ersetzen wir jetzt durch diese Schreibweise. Ansonsten ist jetzt hier in dieser Formel alles gleich geblieben. Diese Darstellung, die hätten wir jetzt natürlich auch gewinnen können direkt aus der eindimensionalen Kontinuitätsgleichung Nummer 2, indem wir einfach von x gleich w bis x gleich e integrieren. Dahinter steckt dann sozusagen die Idee, wir haben ein eindimensionales Universum, die gesamte Masse ist dann auf einer Linie konzentriert, vergleichbar mit einem Draht aus der Elektrotechnik oder der Elektrodynamik, wo wir auf einer Linie eine Ladung sitzen haben. Wenn Sie davon natürlich dann eine Volumendichte berechnen wollen, dann handelt es sich um eine Distribution. Das heißt, man würde dann eine Dirac-Delta-Funktion benötigen, um die Dichte zu beschreiben. Nehmen wir also mal an, wir hätten eine Dichte, die würde nur auf der x-Achse setzen, also so eine Art ganz, ganz dünner Draht. Ja, jetzt integrieren wir einfach über die x-Achse, und zwar hier von w bis e. Einerseits die partielle Zeitableitung der Dichte und andererseits die x-Ableitung von Rho mal u. Im Eindimensionalen wird jetzt aus dem Satz von Gauss der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Es gilt also jetzt abermals die gleiche Gleichung Nummer 3, die Zeitableitung des räumlichen Mittelwerts der Dichte mal dx plus die Dichte mal die Geschwindigkeit im Osten minus die Dichte mal die Geschwindigkeit im Westen ergibt 0. Ja, und wie kommt man hier auf diesen Ausdruck? Ja, Rho mal u, das ist die Stammfunktion von, ich blätter jetzt nochmal kurz zurück, das ist die Stammfunktion von dx, Rho mal u. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt natürlich, wenn wir hier über so eine Ableitung aufintegrieren, dann bekommen wir genau die Stammfunktion in den Grenzen zwischen w und e heraus. Ja, diese Gleichung Nummer 3, das ist unser vorläufiges Endergebnis. Auf diese 3 kommt man entweder durch eine Integration im dreidimensionalen Raum unter der Annahme, dass Rho und U nicht von Y und von Z abhängen, oder indem wir sagen, wir sind in einem eindimensionalen Universum und integrieren einfach nur über die X-Achse. Es sei jetzt im Folgenden TA der Anfangs- und T-Ende der Endzeitpunkt der Simulation. T-Anfang und T-Ende können jetzt hier nicht unendlich sein. Sowas kann man natürlich in der Physik diskutieren, da kann man auch Kosmologie machen und sich fragen, was passiert für T-Ende gegen unendlich. Typischerweise haben wir in der Physik, in der Kosmologie einen Urknall, das heißt auch T-Anfang ist jetzt nicht beliebig wählbar, möglicherweise aber T-Ende. Aber wenn wir jetzt eine reale Simulation machen oder wir machen ein Experiment im Labor, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da machen wir wahrscheinlich keine Simulation vor dem Urknall. Und die Simulationsdauer, die wird auch wohl kaum länger als, sagen wir mal, 10 Jahre dauern. Insofern macht es also einen Sinn, hier ein abgeschlossenes Zeitintervall zu nehmen, mit irgendeinem Zeitpunkt T-Anfang und irgendeinem Zeitpunkt T-Ende. Dieses Zeitintervall zerlegen wir jetzt in n-max gleich lange Teilintervalle der Größe Delta T. Die Länge eines Zeitintervalls Delta T können wir wie folgt ausrechnen. Wir nehmen einfach mal die gesamte Zeitdauer, die wir simulieren wollen, also T-Ende minus T-Anfang, und teilen das durch die Anzahl der Zeitschritte. Die Zeitpunkte, zu denen wir eine Lösung ausrechnen wollen, können wir dann wieder durchnummerieren. Das machen wir dann gemäß dieser Formel. Tn ist T0 plus n mal Delta T. Der Anfangszeitpunkt ist identisch mit T0. Typischerweise ist zum Anfangszeitpunkt auch der Anfangszustand gegeben und dann besteht eben die Aufgabe darin, auszurechnen, wie ist jetzt der Folgezustand zum Zeitpunkt T1, dann zum Zeitpunkt T2 und so weiter. Im Folgenden möchte ich jetzt auf diesen Index n mal verzichten bei meinen Zeitpunkten. Wir nehmen jetzt mal irgendwo einen dieser erlaubten Zeitpunkte her und den nenne ich jetzt einfach mal t. Also das ist ein Zeitpunkt aus unserem Intervall von T Anfang bis T Ende, zu dem wir eine Lösung berechnen wollen. Wir
integrieren jetzt unsere Gleichung Nummer 3 über die Zeit, und zwar von diesem Zeitpunkt t bis zum Zeitpunkt t plus Delta t. Das machen wir dann für diesen ersten Term, zeitliche Ableitung der mittleren Dichte mal Delta x, und das wird über die Zeit integriert. Und dann müssen wir natürlich auch noch die Differenz der Stromdichte über die Zeit integrieren. Ja, in diesem ersten Integral können wir natürlich Delta x aus dem Integral rausziehen. Integration und Ableitung, das hebt sich dann auf. Und der Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung sagt dann, wir müssen dann die Stammfunktion nehmen und hier in diesen Grenzen zwischen t und t plus Delta t berechnen. Die Stammfunktion, ja, das ist dann einfach die mittlere Dichte in unserem Kontrollvolumen, die mittlere räumliche Dichte. Bei diesem zweiten Integral können wir das Integral in diese Differenz hereinziehen. Das heißt, wir müssen sowohl auf dem Ostrand als auch auf dem Westrand die Stromdichte über die Zeit integrieren. Der Mittelwertsatz der Integralrechnung, der besagt dann, dass wir dieses Integral ausdrücken können durch den zeitlichen Mittelwert. Das ist hier wieder angedeutet durch diese kleine größere Klammern mit Index t, also der zeitliche Mittelwert in diesem Zeitintervall Delta t. Ja, und was wir jetzt noch tun sollen, ist, wir sollen also den zeitlichen Mittelwert auf dem Ostrand nehmen und davon den zeitlichen Mittelwert auf dem Westrand abziehen. Das Ganze ist dann zu multiplizieren mit Delta t. Die zeitliche Veränderung der mittleren Dichte in einer Zelle hängt also jetzt hier ab von der Differenz der zeitlich gemittelten Stromdichte zwischen Ost- und Westrand. Das wäre so die Aussage der Gleichung Nummer 4. Diese Gleichung 4 gilt ganz allgemein, ohne eine spezielle Annahme über den räumlichen Verlauf der Dichte innerhalb einer Zelle oder den zeitlichen Verlauf der Stromdichte auf einer Seitenfläche. Leider können wir jetzt ohne zusätzliche Annahmen die Gleichung 4 so nicht für eine Zeitintegration nutzen. Warum? Weil es zum Beispiel keinen Zusammenhang gibt zwischen der mittleren Dichte Rho und der Dichte auf den Seitenflächen. Wir müssen aber die Dichte auf den Seitenflächen zur Bestimmung der Stromdichte kennen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe jetzt hier in dieser Gleichung auch nochmal durch Delta x dividiert. Und wir haben jetzt hier eine Gleichung mit etwas zu vielen Unbekannten. Die Diagnose ist, wir haben zu viele Unbekannte und zu wenige Gleichungen. Schauen wir uns nochmal unsere Gleichung an. Wir haben als eine unbekannte Größe die mittlere Dichte in unserem Kontrollvolumen. Diese mittlere Dichte, die würden wir gerne zum Zeitpunkt t plus Delta t ausrechnen. Gut wäre, wenn wir die mittlere Dichte zum Zeitpunkt t kennen. Jetzt müssen wir aber auch wissen, wie groß ist denn das zeitliche Mittel der Stromdichte auf dem Ostrand und auf dem Westrand. Ja, und das sind jetzt insgesamt zu viele unbekannte Größen. Ich habe jetzt hier nochmal durch Delta x dividiert. Delta t geteilt durch Delta x, das kennen wir im Prinzip als den Kehrwert der Gittergeschwindigkeit. Also, wir haben zu viele Unbekannte und zu wenige Gleichungen. Die Lösung, die ist natürlich klar. Wir benötigen zusätzliche Annahmen, zum Beispiel über den räumlichen Verlauf der Dichte innerhalb einer Zelle. Und das führt dann auf zusätzliche Gleichungen. Naheliegende Ansätze für den Dichteverlauf in einer Zelle wären erstens, wir approximieren alle Felder, nicht nur die Dichte, sondern auch die Geschwindigkeit, durch Stufenfunktionen, also durch Funktionen, die innerhalb einer Zelle konstant sind. Und dann wäre es also denkbar, dass wenn wir zur nächsten Zelle übergehen, dass unsere Größen dann sprunghaft steigen oder auch abfallen oder natürlich auch gleich bleiben. Wir können unsere Felder natürlich auch durch stückweise lineare Funktionen beschreiben oder approximieren. Lineare Funktionen habe ich hier mal in Anführungsstrichen geschrieben. Lineare Funktion im Sinne der Schulmathematik, also eigentlich eine inhomogen lineare Funktion. So eine lineare Funktion aus der Schulmathematik ist ja keine lineare Abbildung. Vielleicht wäre es dann besser, wenn man hier sagt, wir approximieren unsere Felder innerhalb jeder Zelle durch ein Polynom der Ordnung 1. Statt Polynome der Ordnung 1 zu verwenden, können wir natürlich auch eine stückweise Approximation aller Felder durch Polynome einer beliebigen Ordnung klein n vornehmen.
Die Approximation der Felder durch stückweise lineare Funktionen entspricht der Diskretisierung der Kontinuitätsgleichung gemäß der finiten Differenzenmethode mit zentralen Differenzenquotienten zweiter Ordnung, also ein Central Differencing Scheme. Jetzt wissen wir aus der Analyse der Transportgleichung ja schon, dass die Diskretisierung konvektiver Terme mit zentralen Differenzen zu einem instabilen Verfahren führt, und zwar immer, unabhängig von der CFL-Zahl. Deshalb macht das jetzt an dieser Stelle schon gar keinen Sinn, mit linearen Funktionen zu approximieren. Entsprechend approximieren wir jetzt im Folgenden die Dichte und die Geschwindigkeit mit geeigneten Stufenfunktionen, was dann zu einer stabilen Diskretisierung führt, die wir von der Transportgleichung her bereits als Abwinddiskretisierung erster Ordnung kennen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der Approximation der Dichte und der Geschwindigkeit mit Hilfe geeigneter Stufenfunktionen, was uns dann zu einem stabilen Verfahren führt. Wir diskutieren dann außerdem die verschiedenen Randbedingungen, die hier einen Sinn machen. Und wir wollen uns dann später natürlich auch anschauen, wie man unser Verfahren etwa in der Sprache C++ implementieren kann. So viel für heute und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.